Das Jahr von der Ausstellung an der Mairie zu Lützeburg, am Musée National der Résistance zu Esch und an der Mairie zu Schuller, sind wir noch froh, sie am Centre Kulturel zu Memmeren zu präsentieren. Das, was wir heute weisen, gehört zur Geschichte von Lützeburg. Von 10.200 Lützeburger Jungen, die an Wehrmacht abgerufen sind, der Sappelet, waren 3.512 Refraktären oder Deserteuren. Chiffre particulièrement significatif, wie der Historien Gilbert Trausch geschrieben hat. Also ein Drittel, über ein Drittel sind desertiert oder sind überhaupt nicht gegangen. Von denen 3.512 waren die meist an den Häusern verstopft. 487 waren ab 85 innerirdische Bunkeren, meist an echte Gebüsche verstopft. Ein Zöll, ein immens Zöll, relativ, wovon all die Teile in meinem Bunkerbuch beschrieben sind. Bunkerbuch hat aber alles verkauft, also ich mache keine Reklame dafür. Ich mache keine Reklame zu machen. An den Häusern und an den Bunkern wurden ungefähr 10.000 Familien geholfen. Auch ein wichtiger Faktor aus der Nazizeit. 10.000 Familien, die den Deserteuren auf Refraktär geholfen haben. Über 1.000 Refraktären sind nach Frankreich dirigiert worden, die meist auf Plaisancis, wo auch eine Jugendzeit war. Wir dürfen nicht vergessen, Lützeburg dürfen nicht vergessen. Wir sind froh über die Präsenz vom ersten Chefen an Deputierten Roger Negri und über alle Persönlichkeiten, die halt sind. Am Namen vom Komitee von der Amicale Albert Ungeheuer, so nicht alle Leute, auch die Mama von einem Komitee, der Gemeinde und der Assoziation mit meiner Geschichte, ein großes Merci. Und wir offerieren einen Souvenirsteller von der Feier Solidaire de Longwy, dem Herrn Ralf Letsch, den Organisateur Hochpair, kann ich sagen. Der Ralf Letsch, dem sein Papa Leon Letsch, sein Bruder Raymond, ein Anwalt Forst Resistant, ich unterstreiche Resistant, weil er war zu Torgau an dem schrecklichen Prison angezeigt, später am Osten als Victim du Nazisme als er gefallen. Herr Letsch, und ich in Teller darüber berichten, um ein großes Merci. Merci. Ja, auf dem Teller, wenn du guckst, du hast das von der Feiernsee da den Longwy, du hast der rote Leif drauf, keine Frau hast drauf, am Stil La Brèche du Passeur, die hast zu reißen unter Grenze, wo viele Leute übergegangen sind, mit die meisten, die auf Frankreich gegangen sind, die sind über dem vor dem Gang, mit Oraboro gerissen. Und dann hast du nach der Pont des Fades drauf, das ist ein Brick, wie wir zu Les Anciens erklärt, bei Clermont-Ferrand waren, nicht weil uns in der Historie ist, ein Platz getun auf Frankreich. Da sind wir da hinten gepilgert. Das war ein Brick, der Pont des Fades, die höchsten Eisenbundsbrick von Europa. Und die hat uns Patrimoine de France klassiert. Also danke, vielmals merci auch Notorität und vielmals merci auch den Leuten, die heute präsent sind. Schon der Knappe, wenn wir am Nikola bei Ungeheuer merci für den schönen Souvenir. Und ich hoffe, dass die Gemeinde Verantwortlichen als schöne Lokale zur Verfügung stellen, wo wir die Souvenir da können noch abhängen.